Die 1%-Methode von James Clear. Ich möchte mit einer Geschichte beginnen. Seit 1908 hat das britische Radsportteam eine Niederlage nach der anderen erlitten. Sie haben nur eine Medaille bei den Olympischen Spielen gewonnen und nichts bei der Tour de France, dem größten Radrennen. Doch das änderte sich 2003, als Dave Brailsford als neuer Leistungstrainer zum Team kam. Er glaubte an ein Konzept, das er marginale Gewinne nannte, was für ihn im Grunde bedeutete, jeden einzelnen Bereich rund um den Radsport, egal wie groß oder klein, um nur 1% zu verbessern. Verbesserungen in den wichtigsten Bereichen wie Training und Ernährung würden dem Team keinen Vorteil bringen, da die anderen Teams dies bereits taten. Der Trainer Dave beschloss, für einen Tag einen Chirurgen zu engagieren, der dem Radsportteam beibrachte, wie man sich die Hände richtig wäscht, um das Risiko einer Erkältung oder Grippe zu minimieren. Außerdem testete er mit seinem gesamten Team verschiedene Massagegels, um herauszufinden, welches am schnellsten zur Muskelerholung beiträgt. Sie gingen sogar so weit, alle verschiedenen Arten von Matratzen und Kissen auszuprobieren, um herauszufinden, welches für ihren Schlaf und ihre Erholung am besten sind. Sobald sie die besten herausgefunden hatten, nahmen sie sie mit in das Hotel, in dem sie schliefen, bevor sie die Tour de France oder andere wichtige Rennen bestritten. Mit diesen Schritten versprach Dave sich und seinem Team, in 5 Jahren die Goldmedaille bei der Tour de France zu gewinnen. Sie haben sie gewonnen. Nicht erst 5 Jahre später, sondern 3 Jahre später. Und im nächsten Jahr wieder. Jetzt haben sie insgesamt mehr als 6 Goldmedaillen bei der Tour de France und den Olympischen Spielen gewonnen. Dank der Kraft kleiner Gewohnheiten, die sich mit der Zeit summieren. Tägliche Gewohnheiten sind es, die uns zu dem machen, was wir sind. Selbst winzige Veränderungen, wie zum Beispiel jeden Tag 1% besser zu sein, können Sie in nur einem Jahr um 37% besser machen. Wenn Sie sich hingegen schlechte Gewohnheiten aneignen, können Sie, wenn Sie sich jeden Tag um 1% verschlechtern, nahe an Null herankommen. Der Zinseszins ist als das 8. Weltwunder bekannt und ich bin sicher, dass Sie seine Macht verstehen, wenn es um Investitionen und Geld geht. Was Sie aber wahrscheinlich nicht wussten, ist, dass der Zinseszins nicht nur bei Geld funktioniert, sondern auch bei anderen Dingen, zum Beispiel bei Gewohnheiten. Wenn Menschen mit einer Gewohnheit beginnen, erwarten sie normalerweise so etwas wie eine lineare Kurve. Die Realität sieht jedoch etwas anders aus. Sie sieht in etwa so aus. Fällt Ihnen der Fortschritt am Anfang auf? Er ist fast flach. Er scheint eher unbedeutend zu sein und nicht wirklich aufzufallen. Der Autor nennt diesen Teil das Tal der Enttäuschung. Sie strengen sich so sehr an, aber sie sehen fast kein Ergebnis. Dies ist der Punkt, an dem der Schmerz, den sie empfinden, am größten ist, aber die Ergebnisse, die sie sehen, am geringsten sind. Das ist der Teil, in dem sie fast 1 Jahr lang an ihrem Unternehmen arbeiten, aber immer noch keinen Gewinn sehen. Das ist der Teil, in dem sie immer wieder ins Fitnessstudio gehen, aber keine Veränderungen sehen, wenn sie in den Spiegel schauen. Das ist der Teil, in dem sie immer wieder Videos auf ihrem YouTube-Kanal hochladen, aber niemand schaut sie sich an. Irgendwann kommt der Moment, an dem die Wachstumskurve die Schmerzkurve übersteigt und sie anfangen, die Ergebnisse zu sehen. Leider können viele Leute nicht bis zu diesem Punkt warten oder durchhalten und hören zu früh auf. Nur Menschen, die sich ständig verbessern, erleben schließlich das exponentielle Wachstum. Und jetzt kommt die große Frage. Wie kann man eigentlich jeden Tag 1% besser werden? Was braucht man dafür? Viele Menschen glauben, dass man bessere und klar definierte Ziele braucht. Aber das ist nicht der Fall. Zum Beispiel hatte das Radsportteam, von dem ich Ihnen gerade erzählt habe, immer das gleiche Ziel, nämlich eine Goldmedaille zu gewinnen. Es war nicht das Ziel, das sich geändert hat. Es war das System. Und das ist meiner Meinung nach eine der wichtigsten Erkenntnisse aus dem Buch und auch die 2. Lektion in diesem Video. Konzentrieren Sie sich nicht auf Ziele, konzentrieren Sie sich auf Systeme. Der Autor sagt, viele Jahre lang habe ich auch meine Gewohnheiten auf diese Weise angegangen. Jede einzelne war ein Ziel, das es zu erreichen galt. Ich setzte mir Ziele für die Noten, die ich in der Schule erreichen wollte. Für die Gewichte, die ich im Fitnessstudio stemmen wollte, für die Gewinne, die ich im Geschäft erzielen wollte. Ein paar habe ich erreicht, aber an vielen bin ich gescheitert. Schließlich begann ich zu erkennen, dass meine Ergebnisse nur sehr wenig mit den Zielen zu tun hatten, die ich mir gesetzt hatte, und fast alles mit den Systemen, denen ich folgte.
Sie fragen sich wahrscheinlich, was der Unterschied zwischen einem Ziel und einem System ist. Also lassen Sie mich ein paar Beispiele nennen. 1 Million Euro zu verdienen ist ein Ziel. Die Einrichtung eines automatisierten Anlagekontos ist ein System, das Sie dorthin bringen wird. 20 Kilogramm abnehmen ist ein Ziel. Sich einen Coach und einen Ernährungsspezialisten zu suchen, der Ihnen die richtige Ernährung und Bewegung vorgibt, ist ein System. Mehr Freunde zu haben ist ein Ziel. Bewusst jede Woche Leute zu treffen und auf Veranstaltungen zu gehen, ist ein System. Eine Beförderung bei der Arbeit zu bekommen, ist ein Ziel. Es ist ein System, herauszufinden, welches die größten Probleme des Unternehmens sind und sie dann in kleine Teile zu zerlegen und ein Problem nach dem anderen zu lösen. Der Autor sagt, Gewinner und Verlierer haben die gleichen Ziele. Letztendlich ist der entscheidende Faktor nicht das Ziel, das wir uns setzen, denn diejenigen, die scheitern und diejenigen, die Erfolg haben, hatten eindeutig dasselbe im Sinn. Entscheidend für unseren Erfolg ist die Art und Weise, wie wir an die Systeme herangehen, die uns zum Ziel führen. Einer der Gründe dafür ist die sogenannte hedonische Anpassung. Wenn wir uns Ziele setzen, besteht die Hauptmotivation für jede Aufgabe darin, dem gewünschten Ziel näher zu kommen. Ein neues Haus zu kaufen, ein brandneues Auto zu haben oder finanziell frei zu werden. Aber was passiert wirklich, wenn wir endlich das erreichen, wovon wir seit Monaten träumen? Wir fühlen uns für etwa eine Woche sehr glücklich und erfolgreich. Anstelle von Zielen sollten Sie sich auf Systeme konzentrieren. Bauen Sie ein System auf, das Ihnen hilft, länger im Spiel zu bleiben und es tatsächlich auch zu spielen. Bei Zielen geht es um die Ergebnisse, die Sie erreichen wollen. Bei Systemen geht es um die Prozesse, die zu diesen Ergebnissen führen. Nur um das klarzustellen. Der Autor hat kein persönliches Problem mit dem Ziel an sich. Es wird zum Problem, wenn es der primäre Motivator für die Handlungen eines Menschen ist. Ziele sind gut, um eine Richtung vorzugeben, aber Systeme sind am besten geeignet, um Fortschritte zu erzielen. Lektion 3: Wie man gute Gewohnheiten aufbaut. Um eine neue Gewohnheit zu schaffen, müssen wir den Prozess in 4 einfache Schritte unterteilen, die da wären: Anreiz, Verlangen, Belohnung, Reaktion. Wenn Sie zum Beispiel Raucher sind und jemanden rauchen sehen, ist das ein Anreiz. Sobald Sie die Zigarette sehen, verspüren Sie ein starkes Verlangen zu rauchen. Wenn Sie zu der Person gehen und um eine Zigarette bitten und rauchen, ist dies eine Reaktion. Nach der Zigarette schließlich ist das Gefühl der Befriedigung, die man bekommt, die Belohnung. Wenn eine Handlung in einer der 4 Stufen unzureichend ist, kann sie nicht zur Gewohnheit werden. Der Autor verbindet jeden Schritt mit einer Formel, wie man ihn erreichen kann. Erstens, Anreiz. Machen Sie es deutlich. Jede Gewohnheit wird durch einen Anreiz ausgelöst. Wenn Sie also eine neue Gewohnheit aufbauen wollen, müssen Sie diese deutlich machen. Dies kann durch verschiedene Strategien erreicht werden. Erstens, Habit Stacking. Dauerhafte Gewohnheiten aufbauen. Beim Habit Stacking werden bereits bestehende Gewohnheiten genutzt, um neue zu schaffen. Zum Beispiel, jeden Morgen, bevor ich mir die Zähne putze, mache ich 20 Liegestütze. Nachdem ich meinen Morgenkaffee getrunken habe, werde ich 5 Minuten lang meditieren. Wenn ich vom Fitnessstudio zurückkomme, höre ich auf dem Weg ein Hörbuch und so weiter. Auf diese Weise programmieren Sie Ihr Gehirn darauf, immer an 2 Aktivitäten als Ganzes zu denken. Sobald Sie die eine tun, kommt die andere automatisch. Zweitens, gestalten Sie Ihr Umfeld neu. Es ist äußerst schwierig, eine neue Gewohnheit in einer alten Umgebung zu entwickeln, weil Ihr Gehirn bereits bestimmte Assoziationen mit dieser Umgebung hergestellt hat und es sehr schwierig ist, dagegen anzukämpfen. Sie müssen die Umgebung entsprechend Ihren neuen Gewohnheiten umgestalten, sonst werden Sie immer wieder in Ihre alten Gewohnheiten zurückfallen. Wie könnte die Neugestaltung Ihres Umfelds aussehen? Ein Beispiel. Wenn Sie versuchen, einen gesunden Lebensstil zu führen, könnte die Umgestaltung Ihres Umfeldes so aussehen. Stellen Sie eine Klimmzugstange in Ihr Zimmer, sodass Sie jedes Mal, wenn Sie sie sehen, ein paar Klimmzüge machen. Ersetzen Sie die Kekse auf dem Tisch durch Obst. Entfernen Sie den Fernseher aus dem Wohnzimmer, löschen Sie Instagram von Ihrem Telefon und ersetzen Sie es durch eine Hörbuch-App wie Audible. Nehmen Sie statt eines Glases Wasser am Morgen eine große Flasche.
Bewahren Sie gesunde Lebensmittel im Kühlschrank für faule Momente auf, denn diese Momente werden definitiv kommen. Und schließlich das Wichtigste: Umgeben Sie sich mit den richtigen Leuten. Wenn Sie zum Beispiel Unternehmer werden wollen und mit Freunden zusammen sind, die das gleiche Ziel haben, werden Sie immer über Unternehmertum sprechen. Sie müssen sich nicht extra anstrengen, das Thema Unternehmertum wird für Sie ganz normal sein. Einfach ausgedrückt bedeutet die Gestaltung Ihres Umfelds, dass Sie ein Umfeld schaffen, in dem Ihr gewünschtes Ergebnis zu einem normalen Ergebnis wird, das Sie ohne Anstrengung erreichen. Ich persönlich bin ein großer Fan der ökologischen Umgestaltung und hoffe, dass Sie inzwischen auch davon überzeugt sind, aber wenn nicht, dann hören Sie sich diese Geschichte an. Während des Vietnamkriegs war die Mehrheit der US-Soldaten in Vietnam drogenabhängig und das Problem war so ernst, dass sogar auf Regierungsebene ein Ausschuss eingerichtet wurde, der sich damit befassen sollte. Interessanterweise hörten 90% der Soldaten, sobald der Krieg zu Ende war und sie nach Hause zurückkehrten, automatisch und ohne jegliche Hilfe auf. Das Umfeld hatte sich verändert und der Anreiz war weg. In ihrer neuen Umgebung gab es keinen Anreiz mehr, der sie an den Drogenkonsum erinnerte. Aber in Vietnam waren die Anreize allgegenwärtig und lösten sie immer wieder aus. Sobald sich das Umfeld verändert hatte, waren die Anreize verschwunden und die Sucht war auch weg. Das ist übrigens auch der Grund, warum viele Menschen eine Rehabilitationsmaßnahme machen, aber sobald sie nach Hause zurückkehren, werden sie wieder zu demselben alten Menschen, weil sie in ihr altes Umfeld zurückgekehrt sind, in dem es überall Anreize gibt und sie nicht lange widerstehen können. Werfen Sie also nach dem Ende dieses Videos einen Blick auf Ihr Zimmer und Ihr Leben und prüfen Sie, ob Ihre Umgebung Ihnen dabei hilft, die gewünschten Gewohnheiten zu entwickeln oder ob sie sich gegen sie richtet. Wie viele von Ihnen essen, schlafen und arbeiten zum Beispiel zu Hause im selben Raum? Dann ist es kein Wunder, dass Sie Ihre Arbeit nicht zu Ende bringen können und die ganze Zeit prokrastinieren. Versuchen Sie, jeden Raum für eine andere Tätigkeit zu nutzen. Das Schlafzimmer zum Schlafen, die Küche zum Essen und das Wohnzimmer zum Entspannen. Für diejenigen unter Ihnen, die in einer Einzimmerwohnung leben, schlägt der Autor vor, jede Ecke oder Teile des Raums für verschiedene Aktivitäten zu nutzen. Zum Beispiel eine Ecke zum Arbeiten und eine zum Schlafen zu nutzen und so weiter. Zweitens, machen Sie es attraktiv. Der zweite Schritt zur erfolgreichen Schaffung einer Gewohnheit besteht darin, sie attraktiv zu machen. Eine der wichtigsten Strategien in diesem Schritt ist die sogenannte Versuchungsbündelung. Das bedeutet einfach, dass man eine Handlung, die man tun möchte, mit einer Handlung verbindet, die man tun muss. Wenn Sie zum Beispiel unbedingt die Netflix-Serie sehen wollen, dann tun Sie das, während Sie auf dem Laufband laufen. Wenn Sie anfangen wollen, ins Fitnessstudio zu gehen, versuchen Sie, dies mit einigen Ihrer Verpflichtungen zu verbinden. Vielleicht befindet sich in der Nähe Ihres Arbeitsplatzes ein Fitnessstudio, das Sie besuchen können. Nutzen Sie dies zu Ihrem Vorteil und verbinden Sie diese Dinge miteinander. Ein weiteres sehr wirksames Instrument ist es, Teil einer Gruppe Gleichgesinnter zu werden. Wenn Sie sich eine Gewohnheit aneignen wollen und das allein tun, ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass Sie scheitern, weil niemand da ist, der Sie anspornt oder Ihnen zuruft, wenn der faule Teil in Ihnen erwacht. Drittens. Antwort: Machen Sie es einfach. Haben Sie schon einmal einen Wasserschlauch gesehen, der so stark verknotet ist, dass fast kein Wasser mehr läuft? Wenn Sie möchten, dass das Wasser ungehindert fließt, müssten Sie nur noch den Schlauch losbinden und das Wasser läuft wieder frei. Sie brauchen nicht noch mehr Wasser in den Schlauch zu pumpen. Binden Sie ihn einfach los und das war's. Genauso müssen Sie mit Ihren Gewohnheiten verfahren. Sie brauchen keine zusätzliche Willenskraft oder Motivation, sondern müssen nur dafür sorgen, dass die Gewohnheit frei fließen kann. Hier sind ein paar Tipps, wie das geht. Reibung vermindern. Wollten Sie schon einmal ins Fitnessstudio oder zum Laufen gehen, aber dann haben Sie sich gesagt: Ja, aber dann müsste ich mich anziehen und 20 Minuten mit dem Auto fahren, nur um zu trainieren, und das ist es nicht wert. Allein der Gedanke, vor den gewünschten Gewohnheiten ein paar Aufgaben zu erledigen, schreckt uns ab. Also versuchen Sie, die Anzahl der Schritte zu reduzieren. Wenn Sie sich gesund ernähren wollen, kaufen Sie gesunde Lunchpakete von Ihrem örtlichen Essenslieferdienst, wenn Sie es sich leisten können. Oder kochen Sie sich am Sonntag eine gesunde Muskelaufbaumahlzeit für die kommende Woche. Das verringert die Reibung, da Sie dann nur noch zum Kühlschrank gehen müssen. Die 2-Minuten-Regel. Diese Regel besagt, wenn Sie eine neue Gewohnheit beginnen, sollte es weniger als 2 Minuten dauern, sie zu tun. Der Grund dafür ist einfach.
Das Schwierigste an einer Gewohnheit ist, sie tatsächlich zu machen. Das Schwierigste am Lernen ist, das Buch aufzuschlagen und die erste Seite anzuschauen. Das Schwierigste am Sport ist, ins Fitnessstudio zu gehen und die erste Wiederholung zu machen. Natürlich geht es bei dieser Übung nicht darum zu lernen, wie man nur 2 Minuten pro Tag liest. Es geht darum, Meister des Anfangs zu werden. Denn dies ist der schwierigste Teil jeder Gewohnheit. Eine Gewohnheit muss zuerst etabliert werden, bevor sie verbessert werden kann. Viele Menschen denken, dass sie Motivation brauchen, bevor sie anfangen. Aber meistens kommt die Motivation, nachdem man angefangen hat. Ich wiederhole, die Motivation kommt, nachdem man angefangen hat. Und der Sinn der 2-Minuten-Regel ist es, den Anfang zu machen. Einige von Ihnen werden sagen, dass diese Regel bei Ihnen nicht funktionieren wird, weil Sie wissen, dass es ein Trick ist. Sie wissen, dass es nicht das Ziel ist, etwas nur 2 Minuten lang zu tun. Nun, wenn das bei Ihnen der Fall ist, dann machen Sie es wirklich 2 Minuten lang und hören Sie auf, sobald die Zeit um ist. Machen Sie so lange weiter, wie es für Sie notwendig ist. Jede neue Gewohnheit ist mit einem gewissen logistischen Aufwand verbunden. Wenn Sie zum Beispiel in ein Fitnessstudio gehen, müssen Sie sich überlegen, wie Sie am besten dorthin kommen, welche Kleidung Sie tragen, welche Wasserflasche Sie benutzen, welche Tasche Sie mitnehmen, wo Sie Ihr Auto parken und so weiter. Auf den ersten Blick mögen diese Dinge sehr unbedeutend erscheinen, aber für einen Anfänger können sie ein Grund sein, nicht ins Fitnessstudio zu gehen. Für einen Anfänger kann das ziemlich überwältigend sein. Das Tolle an den 2-Minuten-Regeln ist, dass sie Ihnen helfen, die gesamte Logistik zu regeln und die Reibungen zu beseitigen. Der Autor sagt, einer meiner Leser hat mit dieser Strategie über 100 Pfund abgenommen. Am Anfang ging er jeden Tag ins Fitnessstudio, aber er sagte sich, dass er nicht länger als 2 Minuten bleiben dürfe. Er ging ins Fitnessstudio, trainierte 2 Minuten lang und verließ es, sobald seine Zeit um war. Nach ein paar Wochen sah er sich um und dachte, ich komme ja sowieso immer hierher, ich könnte genauso gut anfangen, ein bisschen länger zu bleiben. Ein paar Jahre später war das Gewicht weg. Und denken Sie daran, dass die 2-Minuten-Regel praktisch auf alles im Leben angewendet werden kann. Viertens, Belohnung. Gestalten Sie es zu Ihrer Befriedigung. Der Grund, warum die meisten Menschen ihre Gewohnheiten nicht beibehalten können, liegt darin, dass sie erst einmal leiden müssen, ohne dass es eine sofortige Belohnung gibt. Wenn Sie joggen gehen, werden Sie keinen Unterschied feststellen, wenn Sie nach dem Training auf die Waage treten. Es wird Wochen, wenn nicht Monate dauern, bis Sie ein signifikantes Ergebnis sehen. Wie wir eingangs erwähnt haben, ist der Schmerzpegel zu Beginn einer Gewohnheit sehr hoch. Um sich selbst zu motivieren, sollten Sie einen Gewohnheitstracker verwenden, der Sie täglich an Ihre Erfolge erinnert. Ein Gewohnheitstracker kann ein einfacher Wandkalender sein, in den Sie jedes Mal ein X eintragen, wenn Sie etwas tun, das mit Ihrer Gewohnheit zu tun hat. Ein junger, aufstrebender Komiker wandte sich einmal an den berühmten Komiker Jerry Seinfeld und bat ihn um Tipps zum Schreiben besserer Witze. Seinfeld dachte kurz nach und sagte, das Geheimnis, ein besserer Komiker zu sein, besteht darin, bessere Witze zu schreiben und das Geheimnis, bessere Witze zu schreiben, besteht darin, jeden Tag zu schreiben. Also sollten Sie Folgendes tun. Besorgen Sie sich einen Wandkalender, in den Sie jeden Tag des Monats und des Jahres auf einer Seite ablesen können. Ich möchte, dass Sie jeden Tag, an dem Sie 10 oder 15 Minuten schreiben, mit einem X markieren. Am Anfang werden Sie es hin und wieder tun, aber irgendwann werden Sie eine Kette haben und dann ist Ihr einziges Ziel einfach, die Kette nicht zu unterbrechen. Es spielt keine Rolle, wie Sie sich fühlen oder wie schlecht Sie schreiben. Sie halten sich an dieses Verhalten. Das Festhalten an den Dingen, die wir tun wollen, macht den Unterschied aus. Es ist die Beständigkeit, die uns hilft, jeden Tag 1% besser zu werden und am Ende des Jahres 37 Mal besser zu sein. Wahrscheinlich sind Sie sich auch immer noch unsicher, wie Sie 37 Mal besser werden können, also lassen Sie es mich anhand eines einfachen Beispiels beweisen. Nehmen wir an, Sie wollen anfangen, Hörbücher zu hören, okay? Das ist die Gewohnheit, die Sie sich für das neue Jahr angewöhnen wollen. Es ist also der 1. Januar und Sie beginnen mit dieser Gewohnheit. Sie nehmen einen großen Kalender, der alle Tage des Jahres enthält, und kleben ihn an Ihre Wand. Der Kalender ist Ihr Gewohnheitstracker. Nach der 2-Minuten-Regel müssen Sie das Hörbuch nur 2 Minuten lang anhören, also 120 Sekunden. Der Einfachheit halber belassen wir es bei 100 Sekunden, denn wir werden jetzt einige Berechnungen anstellen.
Es ist also Tag 1 und Sie haben gerade 100 Sekunden lang ein Buch angehört und ein X in Ihren Kalender eingetragen. Jetzt ist Tag 2 und Sie müssen sich um 1% verbessern, was bedeutet, dass Sie jetzt 101 Sekunde zuhören werden. Es ist eine einfache Rechnung. 1% von 100 ist 1, also fügen wir an Tag 2 eine zusätzliche Sekunde hinzu. Der Einfachheit halber habe ich die Berechnung mit Excel durchgeführt, sodass die Ergebnisse für die ersten 10 Tage wie folgt aussehen. Ich bin mir sicher, dass viele von Ihnen sagen, dass Sie an Tag 10 schon mehr als 109 Sekunden zuhören können, aber halten wir uns an die 1%ige Verbesserungsformel und spulen wir noch ein paar Tage vor und sehen, was passiert. An Tag 42 werden Sie 150 Sekunden lang zuhören. Erinnern Sie sich daran, dass Sie mit 100 Sekunden pro Tag begonnen haben und am 42. Tag immer noch nur 150 Sekunden hören und 42x in Ihrem Kalender stehen haben, was eine sehr schöne Kette ergeben hat. Unterbrechen Sie die Kette nicht. Lassen Sie uns weitermachen. Nehmen wir an, Sie machen ein ganzes Jahr lang so weiter. Wie würde das Ergebnis aussehen, wenn Sie den 365. Tag erreicht haben? Nun, es würde wie folgt aussehen. Am Tag 365 würden Sie bereits 3740 Sekunden pro Tag hören. Denken Sie daran, dass wir mit nur 100 Sekunden begonnen haben und am Ende des Jahres 3740 Sekunden erreicht haben. Wenn wir das in Minuten umrechnen, wären das ungefähr 62 Minuten pro Tag. Wenn Sie sich daran erinnern, dass wir zu Beginn des Videos gesagt haben, dass Sie am Ende des Jahres 37 Mal besser sein werden, wenn Sie sich jeden Tag um 1% verbessern. Möchten Sie sehen, woher diese Zahl kommt? Nun, teilen Sie einfach 3740 Sekunden durch 100 Sekunden, was der Ausgangspunkt war, und Sie erhalten 37,4. Mit anderen Worten, Sie sind am Ende des Jahres 37,4 Mal besser beim Hören von Hörbüchern geworden. Jetzt kommt der interessante Teil. Wenn Sie alle Sekunden zusammenzählen, die Sie während des ganzen Jahres gehört haben, wie viele Bücher wären das dann? Nun, die Gesamtzahl der Sekunden würde 367.834 betragen. Wenn wir das wiederum in Stunden umrechnen, wären es 102 Stunden. Wenn wir bedenken, dass ein durchschnittliches Hörbuch etwa 5 Stunden lang ist, dann bedeutet das, dass Sie innerhalb eines Jahres etwa 20 Bücher gehört haben. Das ist keine kleine Zahl. Der Durchschnittsmensch liest nicht einmal ein Buch pro Jahr. Die Lektüre von 20 Wirtschaftsbüchern innerhalb eines Jahres ist wie ein Gespräch mit den 20 klügsten Geschäftsleuten der Welt. Übrigens, wenn Sie nach einer App zum Anhören von Hörbüchern suchen, schauen Sie sich Audible an. Ich benutze es seit Jahren und es ist eine der besten Apps, die ich auf meinem Telefon habe. Wenn Sie sich für eine 30-tägige Testversion anmelden, bekommen Sie ein Buch umsonst. Der Link ist in der Beschreibung. Nun zurück zu unserem Beispiel. Wenn wir die Daten von Tag 1 bis Tag 365 nehmen und sie dann in ein Diagramm umwandeln, um zu sehen, wie der Fortschritt über das Jahr hinweg verlaufen ist, dann erhalten Sie dasselbe Diagramm, das ich am Anfang des Videos erwähnt habe. Schauen Sie sich dieses Diagramm noch einmal genau an, vor allem den Anfang, wo der Fortschritt fast flach ist. Egal mit welcher Gewohnheit Sie beginnen, Sie müssen sich damit abfinden, dass Sie für eine lange Zeit auf der flachen Linie bleiben. Sie haben gerade gesehen, dass Sie selbst nach 42 Tagen nur 150 Sekunden gehört haben. Der Fortschritt mag unbedeutend erscheinen, aber Sie leisten die Basisarbeit. Sie etablieren die Gewohnheit. Jede Gewohnheit muss zuerst etabliert werden, bevor sie verbessert werden kann. Bevor wir zur nächsten Lektion übergehen, hier noch ein Tipp, wie man eine Gewohnheit befriedigender gestalten kann. Wenn Sie eine neue Gewohnheit beginnen, wird es Tage geben, an denen Sie nicht in der Lage sind, sie durchzuhalten. Wenn Sie einen Tag versäumen, achten Sie darauf, dass Sie ihn nicht zweimal versäumen. Der Autor sagt, dass jeder Mensch manchmal etwas versäumt. Niemand ist perfekt. Das Problem entsteht, wenn wir es zweimal versäumen. Wenn wir es zweimal versäumen, entwickeln wir das Verhalten, die Aktivität, für die wir uns zuvor angemeldet haben, nicht durchzuführen. Wir senden damit Signale an unser Unterbewusstsein, die besagen, es ist mir egal, es ist mir nicht wichtig. Wenn Sie also das nächste Mal nicht kommen, stellen Sie sicher, dass es das erste und letzte Mal ist. Lektion 4: Wie man sich schlechte Angewohnheiten abgewöhnt.
Mit einer schlechten Angewohnheit zu brechen kann ganz einfach sein, wenn man erst einmal gelernt hat, wie man eine gute Angewohnheit schafft. Man muss nur die Gesetze umkehren, die wir gerade besprochen haben, und die schlechte Angewohnheit nicht so offensichtlich, unattraktiv, schwierig und unbefriedigend machen. Wenn Sie sich zum Beispiel zu oft bei Instagram einloggen, können Sie die App von Ihrem Telefon löschen. Wenn Sie zu viel fernsehen, entfernen Sie den Fernseher aus Ihrem Zimmer und so weiter. Ein Bonustipp, den ich in dem Kapitel sehr nützlich fand, ist, sich einen Partner zu suchen, der für einen verantwortlich ist. Wenn man nicht nur vor sich selbst, sondern auch vor seinem Partner Rechenschaft ablegt, kommt Aufhören oder eine Ausrede gar nicht erst in Frage. Lassen Sie mich ein kurzes Beispiel nennen. Wenn Sie regelmäßig ins Fitnessstudio gehen wollen, es aber allein nicht geschafft haben, suchen Sie sich einen Partner und vereinbaren Sie, dass jedes Mal, wenn Sie eine Trainingseinheit versäumen oder ausfallen lassen, der nächste eintritt und der nächste Proteinshake auf Sie gehen. Das wird funktionieren, denn das Auslassen des Fitnessstudios würde bedeuten, dass Sie nicht nur sich selbst, sondern auch Ihren Partner enttäuschen, die nächste Sitzung viel teurer sein wird und Sie wahrscheinlich versuchen werden, sie zu vermeiden. Wenn Sie mehr erfahren möchten, habe ich zwei Videos für Sie. Auf der rechten Seite des Bildschirms sehen Sie ein Video, das Ihnen noch mehr Informationen darüber gibt, wie Sie neue Gewohnheiten richtig umsetzen können. Es ist eine Zusammenfassung eines Buches namens Switch. Auf der linken Seite des Bildschirms habe ich ein Video über Prokrastination und wie man sie stoppen kann. Vielen Dank fürs Anschauen.